60 Jahre Grundgesetz bedeuten 60 Jahre Demokratie. Das war nicht immer so und es war auch nicht ganz einfach, das Grundgesetz zu schaffen. Bedauerlicherweise wurde das Grundgesetz immer wieder geschliffen. Ich denke an die Notstandsgesetzgebung, ich denke an die Abschaffung des Asylrechts und in jüngster Zeit an die Vorratsdatenspeicherung. Häufig war das Bundesverfassungsgericht die Hüterin der Verfassung. Wir Linken verteidigen das Grundgesetz und wir wollen es erweitern. Soziale Grundrechte müssen endlich verankert und konkretisiert werden. Mehr direkte Demokratie muss ins Grundgesetz geschrieben werden und auch Kinderrechte sollten endlich verankert werden. Wir sind aber auch Europäerinnen und Europäer und deshalb wollen wir eine europäische Verfassung, die soziale und wirtschaftliche Mindeststandards enthält und nicht hinter dem Grundgesetz zurückfällt. Darin sind wir uns mit vielen Mitgliedsparteien der Europäischen Linken einig und werden für eine europäische Verfassung kämpfen.